Patrick, der das Ganze organisiert und der mit der Autorin sich kurz schließt und alles versucht, zu einem gewissen Punkt zu bringen, nämlich zur Vorstellung des Briefs an einem Tag wie heute. Die Stadt Ellepetal steht da so ein bisschen hinter mit der Arbeit für einen solchen Tag. Voraussetzung ist, die verschickt dann die Heimatbriefe an 660 Menschen, Ellepetalerinnen, ehemalige Ellepetalerinnen und Ellepetaler hier in Deutschland und an über 100 Menschen in der ganzen Welt, die mal hier in Ellepetal gewohnt haben. Von daher sind wir beide hier, Pro, die Einladung, die Stadt und der Heimatbund. Und ich weiß, dass dieser Heimatbrief bei allen, die ihn jedes Jahr im Abo quasi beziehen, sehr stark erwartet wird. Ich weiß das deshalb, weil meine Schwester wohnt bei Sydney und die kriegt den auch. Jedes Mal, ich habe schon zwei E-Mails von ihr bekommen, wann seid ihr denn endlich mit dem Weihnachtsbrief? Ja, Stefan, ich kriege da lieber den Ton, ne? Wenn ihr halt mal nicht so ganz so schnell ist wie meine Schwester Annette Mai. Also, warum warten die alle auf diesen Heimatbrief? Weil er wirklich klasse ist, weil er Informationen aus dem Jahr 2013 in diesem Fall beinhaltet, die alle ehemaligen Ennepetalerinnen und Ennepetaler interessiert. Und der ist deshalb so gut, weil wir so tolle Autoren haben. Deswegen möchte ich als erstes mich ausdrücklich bedanken bei allen, die an diesem Heimatbrief mitgewirkt haben. Ich weiß, worüber ich rede, wenn ich sage, herzliches Dankeschön, dass ich mal nicht mit links mal eben zu machen, so einen Bericht zu schreiben, das ist richtig in Anführungsstrichen Arbeit. Arbeit, die zwar Spaß macht, aber wenn es gut werden soll, dann ist es eine Menge Arbeit und noch eine Menge Zeit, die man investieren muss. Ich weiß das deshalb, weil ich in den 1980er Jahren hier selber diesen Bericht von Verwaltung und Parlament geschrieben habe. Also, herzlichen Dank dafür. Was mir zum Heimatbrief einfällt in diesem Jahr, es sind nicht nur die Berichte über die Ortsteile da drin, wie wir das früher in den 80er Jahren hatten, mit der plattdeutschen Ecke damals von Irse Busse. Ja? Helga Busse, die hat eine Cousine und Irse Busse, ne? So. Nee, Cousine. Ja? So. Da sind auch viele Berichte drin über Sport, über gesellschaftliche Ereignisse, über Vereinsereignisse, Akkordeonorchester zum Beispiel. Und andere Dinge, die wir in Ennepetal so erlebt haben, also eine ganze Menge. Herzlichen Dank dafür, besonderen Dank an die Druckerei Jüngermann. Petra Eckel ist diesmal nicht da, aber der Chef persönlich, Peter Wuchs, ist da, ne? Die uns dabei natürlich unterstützt haben und an alle Autorinnen und Autoren. Eine, die zum ersten Mal dabei ist, Frau Bürger, was war das? Ne? Ich wollte mal namentlich mal eine nennen, ausnahmsweise mal, weil sie zum ersten Mal einen Bericht gemacht haben, habe ich auch gelesen. Klasse, schön, gut ab. Danke, viel Spaß bei der Lektüre des Heimatbriefes. Gleich ein gemütliches Kaffee trinken. Und Stefan, jetzt hast du das Wort. Ich habe noch was vergessen, mich ausdrücklich zu bedanken beim Industriemuseum. Manfred und Helga, wir haben für euch ein Fläschchen mitgebracht. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen und dass ihr uns bei den Vorbereitungen so geholfen habt. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja. Ihr könnt euch gerne mal bitte mit dazu setzen. Wir sind noch zwei Plätze. Ja, Stefan. Ich bin hier hin. Wenn du hier gehst, nach drüber gucken, ich kann immer noch drüber gucken. Ja. So.